Willkommen zurück zu Aragami. Wir sind jetzt hier im letzten Bossraum, wo wir, ich nehme jetzt mal an, der letzte Bossraum, jedenfalls hier, wo die Schattenkaiserin ist. Die sich jetzt dort oben versteckt und diese müssen wir jetzt... irgendwie besiegen. Kommt drauf an, natürlich. Nein. Kommt drauf an, natürlich, jetzt aber ich sagen, wie wir sie besiegen. Weil wir ja auch gerade nicht wissen, wie wir das am besten machen. So, jetzt haben wir sie einmal getroffen. So. Ich brauche nämlich auch hier gerade die volle Konzentration, um sie überhaupt... Oh, irgendwie blicken zu können. Wo ist er? Ich hab's gerade gehört. So, jetzt haben wir sie ein zweites Mal getroffen. Da sind wir schon mal auf jeden Fall weiter als letztes Mal. Wo ist er? Da ist er. Aha. Ich sehe das. Oh, fuck. Ja, war das knapp ein drittes Mal getroffen. Wow. Zum Glück haben wir uns hier hinter versteckt, aber ich glaube, das wird nicht groß ausreichen. Und ein viertes Mal. Schade, doch nicht. Aber wir sind gut dabei, muss ich sagen. Also es lief auf jeden Fall besser als wie in der letzten Folge. Mein Arm, noch so einen Trick dürfte dieser Körper nicht überstehen. Danke, Kibo. Wenigstens einer von uns wird es schaffen. Yamiko, ich habe nicht das Recht, dir vorzuwerfen, was du getan hast. Die Wut, der Durst nach Rache in deinen Augen. Ich kenne sie aus der Zeit, als wir die Mörder unserer eigenen Familien getötet haben. Aber wir hatten wenigstens einander. Wir waren unsere eigene Familie. Von der Rache zusammengehalten. Aber du warst alleine. Du hattest alles verloren. Wenn ich die anderen verloren hätte, wäre ich so geworden wie du? Vielleicht sind wir uns gar nicht unähnlich. Wir sind Blätter in einem Wirbelsturm, Yamiko, einem Sturm der Rache, einem Orkan aus Licht und Dunkelheit, der schon gewütet hat, bevor wir überhaupt geboren wurden.
Und der Panther spielt Grand Theft Auto 5. Er hat uns fortgerissen. Jetzt sind wir es, die ihn sich drehen lassen. Es muss aufhören, Yamiko. Ich bin schon einmal für die Rache gestorben. Es wird nicht wieder geschehen. Ich wünschte, es könnte anders sein. Die wird jetzt wahrscheinlich erst ihr volles Potenzial entwickeln, oder? Na gut, wie sie aussieht, eher nicht. Oh, ich hab gedacht, wir müssen irgendeine Tastenkombi drücken, um die abzuwehren. Das wäre vielleicht nochmal ein guter Test gewesen. Ne? Kommt jetzt noch irgendwas? Ah ja. Danke fürs Spielen, Aragami. Jetzt großartig, ziemlich kurz fand ich das Spiel meines Erachtens noch. Ich habe gedacht, da kommt noch vielleicht ein bisschen mehr. Jetzt der Bosskampf war leichter als der Schleichgedönskram gegen die Generälen. Was wir da hatten, wo ich zwei, drei Cuts reinziehen musste, weil das extrem schwer war, fand ich. Aber jetzt hier der Kampf gegen die, habe ich mir vielleicht noch ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe erst so gedacht, jetzt hier, wo wir sie in ihrer menschlichen Form, sage ich jetzt einfach mal, besiegt haben, hätte ich jetzt eher so damit gerechnet, wir sehen ja, oder haben gerade gesehen, hier hinter diesem Thron so ein Fuchs, dass sie sich irgendwie in so einen riesigen, was weiß ich, Schattenfuchs vielleicht nochmal verwandelt. Aber das war ja eh an den Haaren herbeigezogen, glaube ich. Weil wie wird seit halt den jetzt mit dieser Steuerung, sag ich mal, was wir jetzt hier zu sehen hatten, ja, besiegen. Also da möchtest du bisschen anderes Kaliber auffahren. Ja, ansonsten, das Spiel so war recht okay, fand ich. Jetzt zum Zwischendurch mal spielen für, ja, wie lange haben wir jetzt hier gebraucht? 17, 18 Parts, naja, das sind ungefähr 3, 4 Spielstunden. So für zwischendurch aus Langeweile kann man das schon mal spielen. Wem es natürlich gefällt, jetzt so eine kleine Schleichpassagen, wer es natürlich richtig drauf anlegen möchte, der kann sich ja natürlich, wie soll ich sagen, der Herausforderung stellen, die ganzen Gegner mal zu besiegen oder halt gar nicht mal die Gegner zu töten und einfach mal bloß so durch, ohne halt entdeckt zu werden, ne? Es wäre halt jetzt so schon von Vorteil. Oh, was haben wir jetzt hier noch bekommen? Nie entdeckt, keine Feinde getötet. Nein, wen haben wir denn gerade getötet? War ja wohl kein Feind, ne? Kapitelzeit 2 Minuten 46, das Schnetze, was wir hier gemacht haben. Alle Bedrohungen ausgeschaltet, ne? Das haben wir auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, also für das letzte Kapitel war jetzt ein bisschen schnell und halt relativ kurz die letzte Episode von Aragami. Ich drücke jetzt einfach mal weiter, vielleicht kommt noch irgendwie was am Ende.
Schauen wir mal kurz. Nein, kommt nichts mehr. Okay, jetzt wird es halt wieder ganz normal mit Kapitel 1 weitergehen. Aber ich denke mal mit den Skills, die wir jetzt schon haben. Gut, was ich noch sagen wollte. Tja, ich hatte eigentlich vor... Oder was soll ich sagen? Ich habe gedacht, das dauert jetzt hier ein bisschen länger, noch 2-3 Folgen. Aber leider dann doch nicht. Gut, da würde ich sagen, Aragami werden wir jetzt hier beenden. Und für Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird nichts rauskommen, außer jetzt außer World of Final Fantasy natürlich. Und wenn alles klappt, natürlich am Mittwoch, ich drücke 5-mal die Daumen bei mir mit dem Internet, dass wir am Sonntag dann natürlich den Stream jetzt endlich mal machen können zu World of Final Fantasy und dass ich dann am Freitag schon wieder ein neues Projekt starten kann, weil da kommt nämlich das Spiel erst raus, was ich eigentlich gerne in Aussicht habe. So, das ist das. Und ich könnte aber eigentlich jetzt auch schon noch was anderes aufnehmen, was ich auch noch wieder jetzt nicht in Sichtfeld habe, aber ich habe es, glaube ich, jetzt schon auf meinen PC geladen gehabt. Das war jetzt eigentlich Alice Madness Returns, aber ich weiß noch nicht, ob ich es aufnehme, da ich auch noch andere Spiele habe, die ich auch so gerne noch spielen würde. Jedenfalls erstmal schauen. Ich hatte eigentlich eh vor, ein bisschen zurückzutreten, aber dadurch, dass ja das Internet jetzt kommt, denke ich mal, dürfte das, so wie wir es bis jetzt gefahren haben, kein Problem sein. Gut, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in den nächsten Let's Plays wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.